So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac, Repentance. Und letztes Mal haben wir die Bloody Mary Challenge angefangen und festgestellt, wie sie funktioniert. Und sie funktioniert so, dass, zumindest so habe ich sie soweit bisher verstanden, dass ich am Anfang einer jeden Ebene, also außer jetzt, durch dieses Kreuz hier, was immer es, wie auch immer es heißt, durch dieses Kreuz hier, gestappt werde und verliere dann alle Herzen bis auf ein halbes. Dadurch bekomme ich aber einen Stat-Up. Ich habe jetzt mal in die letzte Aufnahme reingeguckt und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Stat-Up funktioniert. Weil es waren, wenn ich es richtig gesehen habe, unterschiedliche Werte. Also muss es noch irgendeinen Zusammenhang geben, der uns noch nicht ganz klar ist. So, ich will auf jeden Fall mit einer Labyrinth-Ebene starten, aber wenn ich am Anfang einen Stachelraum... Stopp! Wollte gerade sagen, aber wenn ich am Anfang... Oh, Mist. Oh, Mist. Aber wenn ich am Anfang einen Stachelraum habe... dann gucke ich kurz rein. Könnte ja ein cooles Item drin sein. Was mir... böse helfen würde bei der... Also, wir müssen bei der Challenge auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir so Sachen wie Regenerierung oder irgendwie solche Items bekommen. Sowas brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Und meinen Airstrike habe ich jetzt natürlich verloren. Der Airstrike war so gut für die Challenge. Und ich, Volltrottel, habe einfach nicht an meine Flamme gedacht in dem Raum mit den Händen von der Mom. Ich hätte die so schön mit meinen Flammen... Und dann hätte ich auch besser aufpassen können auf Ausweichen. Und es war wieder einfach dumm. Also das Versagen in der letzten, im letzten Run war einfach wieder dumm. Da kommt das mal mit schneller. Kein Bock. Ja, das war einfach echt blöde. Man kann es nicht anders sagen. Es war einfach blöde. Ich denke, der Run wäre schon, hätte schon gut laufen können mit dem Airstrike zu Satan und so. Hätte, denke ich, schon ganz gut laufen können. Naja, wir können es nicht ändern. Brock! Brock ist cool, aber nichts für so einen Run. Jo! Die kam schneller hierher, als ich dachte. Stachelraum würde ich erst machen, wenn wir beim Boss waren, weil jetzt ist es energietechnisch. Ich würde jetzt mit einem Herzen wieder rauskommen. Das ist jetzt doch ein bisschen risky. Muss jetzt nicht sein. Ne? Muss jetzt nicht sein. Gut, ich bin so schnell, die Viecher. Und ich war vorhin, war ich so schön selber so schön. Alter! Selber so schön schnell. Ja. Okay. Wir haben keine Bomben. Jetzt brauche ich erst recht Bomben. Ich muss unbedingt diese Truhe öffnen. Da könnte ein Item drin sein. Auch unbedingt mindestens eine Bombe. Bombe! Yes. Nice! Risky oder nicht risky? Wir sind risky. Scheiße. Nochmal risky. Oh, okay.
Wir haben genug Bomben, wir können sprengen. Und in dem Fall bedeuten jetzt ja blaue Herzen mehr Buchaufladungen. Jo! Die ist ein bisschen abgegangen. Die ist ein bisschen abgegangen. Nice. Das war eine wichtige Sprengung. Das war eine wichtige Sprengung. Sehr wichtig. So. Ah. Da ist noch einer. Aber da komme ich nicht ran. Doch, theoretisch komme ich ran. Dann sind alle unsere Bomben zwar weg, aber scheiß drauf. Nee, Quatsch. Ich bin dumm. Den kriege ich ja so. Oh, das hat mir einen Schlüssel gratis gegeben. Weil ich habe eine Bombe geopfert und ich habe eine Bombe bekommen. Hätte ich den eigentlich auch? Oh, hätte ich auch so sprengen können. Hätte ich sehen können, was es ist. Und dann mich entscheiden können, ob ich hingehe. Ja, hätte ich machen können. Okay, interessant. So, okay, dann müssen wir hier runter. Wir gehen unbeabsichtigt, gehen wir gerade die komplette Stage ab, aber was soll's? Das ist zwar nicht, was ich gesucht habe, aber wie gesagt, was soll's? Problem ist halt, wenn ich jedes Mal auf ein halbes Herz droppe, ich habe immer die Chance, direkt am Anfang der Ebene sofort drauf zu gehen. Das ist das Problem. Na, da müssen wir böse aufpassen. Aber das ist halt die Challenge. So, du bist am Anfang der Ebene, hast du halt ein gewaltiges Problem. Alles andere läuft dann okay, wenn du wieder ein Herz bekommen hast, aber... Ja, wie gesagt, das ist halt die Challenge. Job. Okay, die Spinne war so gnädig und kam raus. Oh nee, der macht immer mehr Scheiße da drüben. Hör auf. Hör auf, Scheiße zu machen. Nein, hör auf. So, Shoppy. Nichts, wo ich sagen würde, muss ich mir jetzt unbedingt holen. Jetzt müsst ihr hier langsam zum Bau. Jawohl. Nach Möglichkeit jetzt nicht noch Energie verlieren. Die brauchen wir noch. Dumm ist, jetzt haben wir leider keine Räume mehr, um dann unser Buch aufzuladen. Wobei, ja, wir haben ja 10 blaue Herzen. Wir können das Buch ja nochmal einsetzen. Stimmt ja. Ich habe ja Gratis-Aufladungen dabei. Ja, was heißt gratis? Aber ich habe ja Aufladungen dabei, die möglich sind. Kein Geheimraum bisher gefunden. Mit 3 Bomben fange ich jetzt ja auch nicht an zu suchen. Das könnte wieder überall sein, das Ding. Ich kann mal kurz gucken, ob es von der Ebene aus... Wäre es möglich? Von dem aus wäre es... Von hier aus wäre es auch. Okay, wir probieren den mal kurz aus. Ja. Ja, gut. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Okay. Dann gehen wir jetzt kurz hier Kämpfi-Kämpfi machen. Will ich hierfür jetzt schon das Buch einsetzen oder... Ja. Kostet mich dann 2 blaue Herzen, nochmal das Buch einzusetzen. Je nachdem, was für ein Boss kommt, können wir uns ja auch entscheiden, ob wir es tun oder nicht tun. Gut. So. Auf den habe ich absolut keine Lust, den mit schwacher Leistung zu machen. Den finden wir einfach weg. Und HP ab. Nice. So, und wenn wir unsere Herzen ja immer am Anfang droppen, dann können wir unsere Herzen auch hergeben. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles dafür. Wir kriegen in der Tat was Cooles dafür, nämlich ein nices Damage up. The Mark. Mark Foster ist am Start. So. Wir gehen noch kurz zum Stachelraum. Wir haben ja auch Herzen hier rumliegen. Wir können sogar mit voller Energie in den nächsten Raum gehen, auch wenn uns das überhaupt nicht nützt. Was soll's. Ja, das ist gut. Dann habe ich nochmal eine Aufladung. Das passt, ist in Ordnung. Real wäre es jetzt ein besserer Raum gewesen. Ne? Da hätte ich jetzt
mit dem hätte ich jetzt das Herz wirklich aktiv dabei. So ist es halt eine Aufladung. Das ist okay. Kann ich mit leben. So. Energie zurückholen. Und das war es auch schon. Der Damage-Up war gut. Der Damage-Up war wichtig. Wir müssen halt jetzt schauen, ja, dass wir den Anfang überstehen. Das ist alles. Wir müssen den Anfang überstehen. So, und jetzt hier drüben. Plus 0,35 Speed, plus 2,17 Damage. Ja, hier kann ich jetzt noch nicht rein. Jetzt muss ich halt echt schauen, dass es hinhaut. Ich darf jetzt halt keine... Okay. Da könnten halt Herzen drin sein, aber ich komme nicht ran. Ärgerliche Momente. Okay, der Raum sollte funktionieren. Der Raum sollte funktionieren und dann bitte ein Herz, bitte ein Herz, bitte ein Herz! Nicht ganz, was ich wollte, nicht ganz. Okay, auch der Raum sollte funktionieren. Wenn mich jetzt so eine Spinne killt, ich rast so aus. Komm, Herz! Auch hier nicht, was ich wollte. Der Raum gefällt mir nicht. Zu viel. Auf einmal. Jetzt sieht's besser aus. Jetzt sieht's deutlich besser aus. Komm her. Und dann Herz droppen. Ist auch kein Herz. Was haben wir hier? Können die Herzen, wenn ich die... Nee, glaube ich nicht. Auch Herzen. Okay. Auch... Gefährlich. Gefährliche Sprünge machen die hier. Ja! Yes, 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 yes. Das war wichtig. So, jetzt bin ich erstmal ein bisschen sicherer. Ein bisschen. Okay. So, die Frage ist jetzt die. Wie groß ist die Ebene? Der Shop kann nicht so weit sein. Ich könnte im Shop nochmal Herzen bekommen. Schade. Okay. Okay, der Raum ist komplett useless. Stabil. Ich könnte im Shop noch mehr Herzen bekommen. Deswegen würde ich jetzt doch trotzdem gerne versuchen. Entschuldigung. Den Shop aufzusuchen und hoffe, dass ich mir dadurch jetzt nicht hier... Nein! Mehr versaue. Von dem Farbigen darf ich nicht getroffen werden. Der macht doppelten Damage. Das wäre dann das Ende. Okay, wir haben keinen Verlust erlitten, so gesehen, weil wir das Herz wieder bekommen haben, was wir verloren haben. Okay, die Ebene ist trotzdem noch mal ganz recht groß scheinbar. Na? Will ich das jetzt machen? Oder will ich einfach mit der Energie, die ich habe, zum Boss gehen, setze mein Buch ein und alles ist cool. Okay, aber auch der Raum geht eigentlich voll fit. Jetzt noch ein großer Raum. Gefährlich. Oh, der Kleine da. Null. Was bist du denn? Mach dich schon mal weg. Stopp. Weh, da gibt's kein Herz. Weh, ich bin hier umsonst hingelaufen. Weh, ich krieg da kein brauchbares Item. Dann ist aber was los. Erstmal Pille einsetzen. Ah, Speed down, okay. Kompass! Kompass, 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 Kompass. Ja, jetzt habe ich die Wahl. Kompass oder das hier. Das würde mir wahrscheinlich herzen, aber ich... Nee, Kompass, Kompass. Kompass ist so wichtig. Wenn ich Glück habe, von dem kriege ich kein Geld. Nee, lassen wir. Wir gehen. Wir gehen. Ich muss jetzt schauen, dass ich halt mit den Herzen, die ich habe, durch den Boss komme. Das könnte nochmal etwas kritisch werden.
Ich könnte noch. Kann eigentlich nur hier sein, ne? Kann eigentlich nur hier sein. Wir können den Sack noch kaufen. Wir können den Sack noch kaufen. Wir kaufen den Sack noch und hoffen, dass der Herzen rauskommen. Dann habe ich alles getan, was ich tun konnte. Dann habe ich alles getan, was ich tun konnte. No! Oh, das ist nicht fair. Ich wollte doch nur Herzen haben. Ich wollte doch nur geliebt werden. Okay. Dann ebenso. Ein Boss. Ein Buch. Machen wir das Beste draus. Oh, Himmel hilf. Unangenehmer Boss. Weil wenn ich in die Dinger nämlich reinrenne, die er da droppt, ne? Jo! Oder in ihn. Verliere ich ein ganzes Herz. Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Karten da drinnen mir irgendwie jetzt einen Vorteil verschaffen. Aber wir gucken mal kurz, was es ist. Wow, das war dumm. Weil ich halt, also ich denke nicht, dass ich diesen Raum, diese Ebene spiele. Aber wir gucken mal, was es ist. The Sun, okay. The Sun wäre halt eine Heilkarte, die könnte man in die nächste Ebene mitnehmen und sich am Anfang sofort heilen. Besser wie nichts. Das stimmt, solche Items wären natürlich Gold wert, mit denen ich mich am Anfang der Ebene sofort heilen kann. Ja, klar. So eine Full-Heal-Pille oder sowas mitnehmen, wenn es eine gäbe. Stimmt, sowas wäre halt richtig cool. Sowas wäre richtig cool. Braucht dringend Bomben. Okay, wir müssen Dinge kaufen. Hier ist auch schon wieder so ein blauer Stein. Wir brauchen dringend Bomben. Ich sage dir. Ich sag's ja, wir brauchen dringend Bomben. Gebt mir Bomben. Oh ja, das war das war's komplett. Ich kriege hier keine Bomben. Das war die Ebene. Shit. Ja gut, kann ich nichts tun. Kann ich nicht ändern. Bin jetzt natürlich auch schon wieder am Überlegen, das Sun aufzuheben, ne? Und die anderen Räume erstmal zu probieren und dann das Sun halt für Sheol zum Beispiel zu nutzen. Ich meine, da gehe ich natürlich davon aus, dass ich schon bis nach Sheol komme. Ist mir schon klar, dass das nicht so realistisch ist. Aber... ja. Oh, 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 oh. Vielleicht haben wir doch noch die Chance auf Bomben. Wenn ich jetzt nämlich den Sack hier kaufe, könnten da ja Bomben rauskommen.
Oder ich kaufe das und habe im nächsten Shop halt... jetzt ist wieder doof. Ich kaufe den Wundersack. Nein! Boah, jetzt bin ich in die Batterie reingelaufen. Das war's komplett. Ja gut. Schade. Schlüssel habe ich. An die Kisten komme ich nicht ran. Machst du nix, ist halt so. Weiter im Programm. So. Plus 0,2. Das war jetzt weniger. Jetzt kriege ich Bomben. Du kannst mich mal spielen. Das war jetzt weniger Status als vorhin, oder? Oder bilde ich mir das ein? Habe ich mir die Zahlen falsch gemerkt? Womit könnte das jetzt wieder zusammenhängen? Oh! Ich habe eine Theorie, aber ich spreche sie mal nicht aus, weil vielleicht ist sie dumm und dann blamiere ich mich, also warte ich ab. Nur so viel, nur so viel. Gerade hatten wir, bevor wir in die Ebene rein sind, 3 volle Herzen. Und vorhin hatten wir 4 volle Herzen, glaube ich. Und haben... Oh, scheiße, das war richtig dumm. Und haben vorhin mehr Status-Upgrades bekommen. Oder es ist... Nee, es könnte... Okay, es könnte mehrere Sachen sein. Ich wollte sagen, es ist die Anzahl der Herzen, die ja weggesteppt wird sozusagen, dass wirklich eben das wie so ein Opfer ist. Je mehr Herzen du opferst, desto besser wird der Stat-Wert, den du dazu bekommst. Oder aber... Stopp. Oder aber eben... Es ist die Ebene, dass du mit fortschreitender Ebene mehr bekommst. Und vorhin haben wir nämlich ja die XL-Ebene am Anfang gehabt. Und dahingehend war dann die Chance da, dass wir ja, wenn wir in der dritten Ebene sind, dass da der Startwert schon höher wird. Also, dass du... Da kommt eine ganze Schlange anfliegen. So. Jetzt sollte ich mal gut gucken, ob hier irgendwelche spannenden Steine sind in der Mitte, weil dann könnte ich mir den Schlüssel holen. Aber ich meine, wir haben genug Schlüssel, also würde ich wirklich nur springen, wenn da ein blauer Stein dabei ist. Ich persönlich sehe keinen. Okay, dann lassen wir das jetzt auch. Der Boss sollte nicht das Problem sein. Jetzt im Moment habe ich 2,5 Herzen. Also ich werde jetzt... Wir haben auch keine Herzen mehr in der Ebene rumfliegen, ne? Ah, wir müssen jetzt auch mal gucken, ob wenn ich die Ebene verlasse, ob die Stats wieder runtergehen. Ob das nur für die Ebene gilt. Okay, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir... Jetzt haben wir deutlich mehr. Jetzt haben wir deutlich mehr. Und Satanraum. Ich habe keine Ahnung, was das Ding in der Mitte ist. Aber ich bin böse neugierig, Leute. Ich bin böse neugierig. Ich weiß, was das Ding ist. Das ist auch ein cooles Ding, aber ich bin böse. Ich bin zu neugierig. Es tut mir leid. Too spooky for me. Was kann ich jetzt? Wir werden sehen. Wir werden es hoffentlich herausfinden. Du bist spooky vor mir. Ich bin auf jeden Fall komplett rot und ich leuchte. Das ist doch schon mal was. So, jetzt haben wir 4 Herzen. Im Moment ist unser Damage bei 5,11.
Ich verlasse die Ebene. Der Damage geht runter. Der Damage ist auf 3,5 gedroppt. Und der Damage nimmt stärker zu als vorhin. Ich würde bei der Theorie bleiben, es ist die Anzahl der Herzen. So, wir brauchen jetzt dringend wieder ein Herz. Ich weiß, dass ich das Sun habe, aber wie gesagt, ich würde mir das Sun wirklich... Ah, okay, ich habe so einen Vier-Shot jetzt mit drin, so einen Vier-Shot-Effekt. Das ist zum einen dieses Too-Spooky-Ding, aber es hat bestimmt noch mehr Effekte. Das kann nicht nur der Vier-Shot sein. Komm, Herz! Gönn Herz! Ich weiß, ich könnte Sun einsetzen, aber ich habe nicht oft die Möglichkeit. Und ich würde jetzt erstmal gucken. Wenn ich in Bedrängnis gerate, kann ich immer noch das Sun einsetzen. Ich weiß, dass ich dann zu langsam bin wahrscheinlich und es dann nicht rechtzeitig einsetze, so wie ich mich kenne. Aber theoretisch kann ich es ja, wenn ich schnell genug sein sollte und in Bedrängnis bin, immer noch einsetzen. Und vorher gucken, ob man nicht doch ganz normal hier sich Herzen holen könnte. Auch wieder kein Herz. Okay. Oh, jetzt kommt ein enger Raum. Jetzt wird's kritisch. Wenn da jetzt zu viel los ist, muss ich handeln. Okay, das sollte hinhauen. Jetzt komm, gib mir jetzt ein Herz. Gib jetzt ein Herz für den Raum. Das ist eine Bombe. Ist auch kein Herz. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Wenn die blöd laufen, habe ich ein Problem. Die müssen nur ein bisschen blöd laufen und ich bin erledigt. Okay, jetzt haben wir es. Den Raum haben wir auch. Sehr schön. Der 4... Effekt hält aber nicht lange an, ne? Muss man mal sagen. Ah! Wichtig. Wichtig und richtig. Shoppy? Da ist wieder dieses Poke-Go-Ding, dass ich ein Familiar bekomme am Anfang des Raumes. Ist eine coole Sache, aber im Moment ist mir das Herz deutlich wichtiger. So. Okay. Wenn wir noch mehr Geld bekommen sollten, kehren wir zurück und holen uns das Poke-Go-Ding. Die müsste ich doch so erledigen können jetzt schon. Yes. Ihr könnt euch gleich gegenseitig da drin sprengen. Ich werde da nichts aufmachen. Oh shit, das mache ich so auf. Ha 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 ha. Huch. Habe ich ein bisschen vergessen, wie das funktioniert. Die reißen ja dann hier auch alles in die Luft. Gut, so, weiter. Runter hier. Nein. Das ist Quatsch. Okay, Bossraum. Dann werden wir hier kurz zweimal versuchen zu sprengen und dann gehen wir zum Boss. Tun wir gar nicht lange rum. Tun wir gar nicht lange rum. Yes. Nope. Ich gebe kein Geld aus. Ich spreng das jetzt auch nicht. Meine Bomben behalte ich. Ist jetzt halt leider eine Bombe, die ich so schon verschwendet habe, aber was soll's. Gucken wir mal, was der Boss mir bringt. Okay, Pestilenz. Aber wir machen ganz gut Damage, das sollte doch. Aber dann ist es ja, wenn ich jetzt wirklich die Theorie habe, dass es die Anzahl der Herzen ist, dann ist es doch nicht so gut, den Stachelraum zu besuchen, weil dann bekomme ich ja beim nächsten Raum weniger Stats dazu. Na, so ein Ding ist das. Cube of Meat ist auch sehr wichtig, weil wir brauchen Verteidigung. Okay. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich nehme mir beides mit. Ich nehme mir beides mit.
Oder nehme ich mir nur die Sensen mit? Ah, nehme ich Guppys Collar oder nicht? Lieber ein Herz mehr oder lieber einmal wiederbelebt werden? Für den Fall der Fälle. Wir starten halt immer mit einem halben Herz. Das muss ich jedes Mal bedenken. Aber die Sensen, also die Sensen auf jeden Fall. Also die Sensen auf jeden Fall. Zwei Herzen oder Guppys Collar? Ach so, war es nicht so? Wartet mal, ich muss das ganz kurz nachlesen. Es war nur die Wahrscheinlichkeit, ne? Ich glaube, es war nicht ein sicheres Wiederbeleben, sondern es war die Wahrscheinlichkeit. Nein. 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 Dann lieber zwei Herzen noch behalten. Dann behalten wir lieber noch zwei Herzen. Aber die Sensen sind super wichtig, um schnell anzugreifen. Sehr gute Sache. So, ach so, kann ich mir nichts leisten. Sonst noch irgendwas, was wir sprengen könnten? Den Stachelraum lasse ich jetzt mal Stachelraum sein. Oder gehen wir... Ich denke zwei... Ich muss meine Theorie bestätigen. Ich muss meine Theorie bestätigen. Ich gehe mit zwei Herzen in die nächste Ebene und gucke, was mir abgezogen wird. Wir droppen auf 5,86. Und wir bekommen dazu... 0,41 nur. Ja, okay. Es ist genau das. Es ist genau das. Solange ich wenige Herzen habe, nützt mir das dann natürlich auch nicht so viel. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte chillt. Habe ich nicht Piercing Shots? Ah, die gehen durch die Gegner durch, nicht durch Gegenstände. Nevermind. Habe ich verwechselt. So. Ich brauche aber ganz dringend ein Herz wieder. Okay, an sich ein guter Raum. An sich ein guter Raum. Damage ist halt insane jetzt. Damage ist halt insane. Nein, Herzen. Gib mir Herzen. Oh Gott. Jo, nein. Der schießt schief. Der schießt schief. Wieso versaue ich mir immer die Ones mit so geilen Items? Die Musik passt jedes Mal so gut. Oh man. Das ist aber halt, ja, das ist halt das Ding in der Challenge. Das ist halt die kritische Challenge, ne? Dass du am Anfang diesen einen Treffer nicht einstecken darfst. Und ich treffe mich halt so schnell. Ich lasse mich so schnell treffen. Ich lasse mich so verdammt schnell treffen. Und natürlich hätte ich jetzt das Sun einsetzen können. Aber ich habe ja gesagt, ich würde das Sun versuchen, bis zum Schluss zu behalten. Weil in Sheol mit vollen Herzen starten ist halt effektiver, als jetzt hier mit vollen Herzen starten und dafür in Sheol draufgehen. Die ganze Challenge nützt mir nichts, wenn ich hier durchgehe, komme, aber in Sheol draufgehe. Also sollte ich so ein Heil-Item bekommen, werde ich es aufheben. Bis es nicht mehr geht. Ich habe jetzt hier leider nicht gesehen, dass der schief schießt und dann bin ich da reingerannt. Sonst hätte ich versucht, das einzusetzen, aber... Ach, was soll's. Es ist, wie es ist. Danke fürs Zuschauen. Muss ich nur, glaube ich, die Aufnahme erstmal an der Stelle beenden. Und frustriert meinen anderen Arbeiten nachgehen. Wenn man was geschafft hätte, wäre es besser. Aber gut. Wir haben insofern was geschafft. Wir haben die Challenge verstanden. Wir haben das Problem verstanden. Nächstes Mal reißen wir das Ding. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.